coole Fotos da. Wahrscheinlich ist das jetzt eine Mal. Vienna City Marathon. Aus Österreich, da gibt es mehrere Namen zu nennen. Eva Mutti, die eigentliche Triathletin. Hände rauf, Fahne rauf, Ballons rauf und alles, was sie haben. Das ist der erste Sieger beim Vienna City Marathon über die Halbmarathon-Distanz in diesem Jahr. Das Zielfahrzeug, Spitzenfahrzeug ist abgebogen und damit gehört die Ziel gerade ganz allein ihm. Was muss das für ein Gefühl sein? Umso schöner, je lauter der Applaus ist. Wir singen in Distanz, approaching us here at the finish line, Adam Kuczynski from Poland, with a big huge round of applause for his achievement. Die letzten 100 Meter noch und damit soll jetzt Applaus aufkommen. Der Dominik vielleicht sagt, Dominik, ist am Telefon, wo seid ihr? Wie geht's euch? Wir befinden uns gerade das zweite Mal auf der Verratterhauptallee im Rückspiegel der Österreichläufer Pista Nummer 29. Und wir kriegen ja immer den Sieger, danke, alle gemeinsam, unser Applaus für Sarah!
Platz 1 mit 2 Stunden 49,23 und liebe Victoria hier. Wäre die interessanteste Frage, wie ihr zwei kennengelernt habt oder wie das bei dir begonnen hat. Ja, also ich bin vor vielen Jahren zur Motorradstaffel gestoßen, war dann der Leiter der Motorradstaffel und bin dann avanciert zum Eine hohe gute Geschichte gesehen! Grüezi in Wien! Hoffentlich mit dem Backticket, weil du gerade beim Zugang zur Tiefgarage stehst, sondern auch mit Preisen. Martin, zu dir! Ja, ich melde mich da aus der. Also 6,4 ist die richtige Antwort. Ich gratuliere, das lassen wir durchgehen. Fett hat gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Gewinnt einen Fußball und wir haben noch mehr Gewinnfragen. Das heißt, wir schauen gleich weiter und wenden uns der nächsten Frage zu.